Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über die Geschichte Israels, dieses Mal in Teil 4 um die Grenzkonflikte nach dem Palästinakrieg einschließlich der bekannten Suezkrise. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Mit dem Ende des Palästinakrieges 1949 wurden die Grundlagen für die Entwicklung verschiedener Narrative gelegt, auf Seiten der Palästinenser wie auf Seiten der Israelis, für das anhaltende schlechte Verhältnis dieser beiden Volksgruppen zueinander bis in die heutige Zeit. Aus Sicht Israels wurde über Jahrzehnte der Palästinakrieg in der Rückschau als ein Kampf Davids gegen Goliath bezeichnet. In gewisser Weise ein Wunder, dass die Israelis diesen Krieg gegen die unterschiedlichen arabischen Staaten gewinnen konnten. Von palästinensischer Seite hingegen war dieser Krieg natürlich genau das Gegenteil gewesen. Zunächst hatte man sich im Bürgerkrieg, der bereits seit Ende 1947 tobte, als unterlegen herausgestellt und dann schlussendlich konnten noch nicht mal die arabischen Staaten drumherum die Situation für die Palästinenser verbessern. Denn anstatt Israel zu besiegen und damit einen größeren palästinensischen Staat zu schaffen, wurde schon bereits während der Kriegsjahre eine größere Fluchtwelle in Bewegung gesetzt auf Seite der Palästinenser. Hunderttausende Menschen sollten in den Folgejahren aus der Region flüchten. Teilweise war man bereits während des Krieges geflüchtet, teilweise ist man freiwillig gegangen und teilweise wurde man natürlich auch von dem israelischen Militär aus den angestammten Regionen vertrieben. Noch Jahre oder gar Jahrzehnte glaubten viele palästinensische Flüchtlinge daran, dass man eines Tages in die angestammten Gebiete wieder zurückkehren könnte. Und dieser Wunsch der verschiedenen arabischen Siedler, die damals verdrängt wurden, zurückzukehren in ihre angestammten Gebiete, ist bis heute ein kontrovers diskutiertes Thema und hängt in gewisser Weise auch direkt zusammen mit der Diskussion um eine Zwei-Staaten-Lösung, die auch nicht ausschließlich eine moderne Diskussionsgrundlage ist, sondern im Grunde etwas ist, was seit Jahrzehnten diskutiert wurde, immer wieder da war und an verschiedenen Widerständen gescheitert ist. Doch der Krieg von 1949 ließ natürlich zunächst einmal viele Fragen offen. Man hatte jetzt militärisch von Seiten Israels gesiegt, doch damit war nicht klar, was nun genau in Folge passieren würde. Und so kam es in den kommenden Jahren nach 1949 zu diversen Grenzkonflikten zwischen Israelis und letztlich auch den Palästinensern, die natürlich immer wieder auch versuchten, in ihre angestammten Gebiete zurückzukehren. Nach dem Palästinakrieg 1949 kam es zu verschiedenen Waffenstillstandsabkommen Israels mit unterschiedlichen arabischen Staaten, gegen die man zuvor gekämpft hatte. Doch die Grenzziehungen, die mit diesen Verträgen einhergingen, waren zunächst einmal ein Provisorium. Man hatte aus arabischer Sicht das zunächst einmal angenommen, weil man in diesem Krieg eben unterlegen gewesen war. Doch das bedeutete nicht, dass man auf Dauer bereit war, die neuen Grenzen anzuerkennen und es bedeutete auch nicht zwangsweise, dass man die Idee eines palästinensischen arabischen Staates nun komplett verworfen hätte. Und tatsächlich waren es vor allem die innerpalästinensischen Grenzen, die in den Folgejahren ein Problem darstellten, denn viele Siedler hatten sich mit ihrer Vertreibung nicht abgefunden oder waren zuvor, wie gesagt, geflüchtet und wollten jetzt nur nach Kriegsende in ihre angestammten Gebiete zurückkehren. Doch die Israelis hatten im Laufe des Krieges hier zahlreiche arabische Dörfer erobert und besetzt und damit das israelische Staatsgebiet de facto letztlich erweitert und zwar deutlich erweitert gegenüber den UN-Teilungsplänen von 1947. Und daher verwundert es auch nicht, dass verschiedene arabische Siedler letztlich versuchten, immer wieder nach 1949 in ihre angestammten Regionen zurückzukehren. Man versuchte vor allem bei Nacht in die Regionen zurückzukehren. Man versuchte aus seinen ehemaligen Häusern Dinge zu holen, die man brauchte. Teilweise versuchte man auch dort sich wieder niederzulassen. Doch das Ganze wurde von den Israelis in der Regel mit einer erneuten Vertreibung beantwortet. Manche arabische Siedler, die hier zurückkehren, versuchten sogar ihren Felder neu zu bestellen. Daran konnte man ganz gut sehen, dass eben viele Siedler der Meinung waren, dass diese Vertreibung nicht lange anhalten würde. Das wäre eine direkte Kriegsfolge gewesen, aber nun war der Krieg vorbei und man wollte zurückkehren. Doch wie gesagt, von Seiten Israels war das Ganze ein Sicherheitsrisiko und daher war man damit nicht länger einverstanden. Von daher verwundert es auch nicht, dass diese Rückkehrversuche, teilweise in nächtlichen Aktionen, von arabischer Seite wie von israelischer Seite sehr unterschiedlich aufgefasst wurden. Aus der Sicht der Araber war das nur eine natürliche Folge des Kriegsendes. Man wollte nun zurückkommen in das Gebiet, was man ja seit Jahrhunderten besiedelt hatte. Doch aus israelischer Sicht waren das natürlich jetzt Vertriebene und ehemalige Kriegsgegner, die man nicht auf dem
eigenen Territorium siedeln lassen wollte. Das bedeutet, Versuche von arabischen Siedlern nun zurückzukehren auf das eigene Gebiet wurde in Israel im Grunde als ein Versuch einer Infiltration verstanden und dementsprechend teilweise auch militärisch beantwortet. Seit 1950 änderte sich ein Stück weit zudem die Form dieser Infiltration aus israelischer Sicht. 1949 waren die ersten Versuche von arabischen Siedlern auf eigenes angestammtes Gebiet zurückzukehren, aus israelischer Sicht eher noch lästig gewesen, aber noch keine direkte Bedrohung gewesen. Doch seit 1950 änderte sich dies aus Sicht Israels. Es kam zu zahlreichen Sabotageaktionen, hinzu kamen Diebstähle auf den unterschiedlichen neuen jüdischen Siedlungen, die nun entstanden waren, und gewaltsame Auseinandersetzungen unterschiedlicher Siedler, also der ehemaligen und der neuen Siedler vor Ort. Aus dieser aus israelischer Sicht durchgeführten Infiltrationen reagierte das israelische Militär teilweise sehr hart, unverhältnismäßig hart in vielen Fällen. Die folgenden Vergeltungsaktionen der Israelis auf diese Vorkommnisse erstreckten sich teilweise auch auf das Gebiet, was nun andere Länder besetzt hatten, darunter auf den ägyptisch kontrollierten Gazastreifen und auf das jordanisch kontrollierte Westjordanland. Im Begriff dieser Vergeltungspolitik wurde die israelische Einheit 101, die unter dem Befehl eines jungen jüdischen Offiziers namens Ariel Sharon stand. Im Jahr 1953 schließlich kam es genau durch diese Einheit im Westjordanland zu einem Massaker an arabischen Siedlern. Der Begriff Vergeltungsaktion war in diesem Kontext insofern zutreffend, als dass es zuvor auch Übergriffe von arabischer Seite auf jüdische Siedlungen gegeben hatte, doch die Verluste auf Seiten der Araber durch diese jüdischen Vergeltungsaktionen waren um ein Vielfaches höher als das, was die Israelis zu erleiden hatten. Insofern stellte sich hier einmal mehr die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenig überraschend riefen diese israelischen Übergriffe im Jahr 1953 einen weltweiten Aufschrei hervor. Nicht nur in arabischen Ländern, sondern auch durchaus in der westlichen Welt wurde dieses Vorgehen Israels kritisiert. Und darüber hinaus hatte man auch in Israel innenpolitische Konflikte zu diesem Thema. Denn nicht alle teilten diese stark militärisch orientierte Politik des amtierenden Premierministers Gurion, sondern es gab eben auch durchaus im eigenen Kabinett Gegenbewegungen, verkörpert hier durch den Außenminister Moshe Sharet, der im Grunde einen gemäßigten Kurs gegenüber den ehemaligen palästinensischen Siedlern durchführen wollte. Doch schlussendlich setzte sich hier das sehr aktiv militärisch orientierte Lager unter Premierminister Gurion durch, wobei man immerhin Zugeständnisse machte, dass man sich in Zukunft darauf konzentrieren wolle, nur noch militärische Ziele eines potenziellen Gegners angreifen zu wollen und eben die zivilen Opfer zu vermeiden, die man bei diesen Vergeltungsaktionen noch gehabt hatte. Wenig überraschend war die Gewalt seit 1949 natürlich nicht nur ein israelisches Phänomen, sondern natürlich hatte es Gewalt auch auf der Seite der ehemaligen arabischen Siedler gegeben. Grundlegend waren hier die Fedayin, also im Grunde Milizen, die immer wieder Angriffe auf israelische Siedlungen durchführten. Diese Fedayin wurden von verschiedenen arabischen Staaten in ihrem Befreiungskampf gegen Israel unterstützt und so konnten sie im Grunde über Jahrzehnte hinweg eine Art Guerillakrieg gegen Israel führen. Die Politik Israels in den Jahren nach 1949 war ganz klar eine Politik mit harter Hand. Man konnte auf keinen Fall zulassen, aus israelischer Sicht offen Schwäche zu zeigen. Jedes Zurückweichen vor einem potenziellen Gegner wurde als Bedrohung für die Existenz des Staates Israels und für die Existenz des jüdischen Volkes insgesamt gewertet. Daraus ergab sich quasi zwangsweise, dass Israel vor allem mit militärischer Kraft in der Region abschrecken musste und Politik betreiben musste. Ganz nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Kein Dokument verdeutlicht diese Haltung so sehr wie der Nachruf von Moshe Dayan, damals Chef der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, auf den Tod des jungen israelischen Offiziers Roy Rothberg. Dieser junge Offizier war in einen Hinterhalt geraten und dort von Fedayin ermordet worden. Daraufhin formulierte das israelische Militär genau mit dieser Haltung 1956 eine allgemeine Haltung zum Thema Abschreckung. Und dieses Dokument stellte sehr klar deutlich, dass aus israelischer Sicht es so war, dass in dem Moment, in dem das Land aufhören würde zu kämpfen, der Staat und das Volk letztlich aufhören würde zu existieren. Obwohl seitdem Jahrzehnte vergangen sind und Israel natürlich über die Jahrzehnte große Veränderungen durchgemacht hat, auch in der Aufarbeitung, in der politischen wie historischen Aufarbeitung des Palästinakriegs, so gilt doch in Israel bis heute noch das Militär als ein wichtiger Pfeiler der Gesellschaft. Ohne das Militär wäre ein Überleben Israels in einer arabisch geprägten Region vermutlich sehr viel schwieriger, möglicherweise gar unmöglich. Insofern hält sich natürlich das Konzept von Abschreckung und Militär
militärischer Gewalt in Israel bis heute. Das hat Israel natürlich nicht immer nur Sympathien eingebracht und tatsächlich ist vor allem die israelische Siedlungspolitik auch bis heute durchaus zu kritisieren und wird ja auch dementsprechend häufig kritisiert. Hinzu kommt, dass es bis heute keine tragfähige Zwei-Staaten-Lösung gibt, die möglicherweise auf Dauer zu einer Aussöhnung von Palästinensern und Israelis führen könnte. Erschwerend kommen natürlich auch verschiedene Terrorgruppen hinzu, die offenbar überhaupt kein Interesse an einer Aussöhnung der zwei Völker haben, da sie damit Macht einbüßen würden. Insofern halten die militärischen und politischen Konflikte in der Region bis heute an und das wird sich auch vermutlich auch nach den jetzt aktuell laufenden kriegerischen Auseinandersetzungen nicht ändern. In den 1950er Jahren kam es abseits der unterschiedlichen Grenzkonflikte in Israel auch zu einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Ägypten im Zuge der sogenannten Suez-Krise. Ägypten stellte damals nach 1949 in der Region mit die stärkste arabische Macht dar und letztlich auch die größte Bedrohung aus der Sicht Israels. Ägypten verfügte über eine gut ausgestattete Armee und hatte Einfluss in der Region und hatte zudem die Kontrolle über den Gazastreifen. 1955 bekräftigte zudem der ägyptische Präsident Abdel Nasser die Verbundenheit Ägyptens mit der Sowjetunion, denn mittlerweile befand man sich im Kalten Krieg, es kam zu einer Blockbildung und natürlich warben die beiden Blöcke, der US-Block im Westen, der Sowjetunion-Block im Osten sozusagen, um die verschiedenen blockfreien Staaten in der Welt und hofften darauf, dass diese blockfreien Staaten sich auf Dauer natürlich einem der beiden Blöcke anschließen würden. In Ägypten hatte tatsächlich die Sowjetunion in den 1950er Jahren große Erfolge vorzuweisen und das kam letztlich vor allem militärpolitisch Ägypten entgegen, denn es kamen größere Waffenlieferungen aus der Sowjetunion nach Ägypten und damit wuchs natürlich die regionale Bedrohung, die von Ägypten ausging, zum einen für die arabischen Nachbarstaaten natürlich aus machtpolitischen Gründen, aber vor allem natürlich für den Staat Israel. Israel fand in dieser Zeit vor allem in Frankreich einen Verbündeten und wurde durch Frankreich aufgerüstet. Auch eine entsprechende nukleare Aufrüstung stand hier bereits im Raum. 1956 kam es im Kontext dieser Entwicklungen nun zur sogenannten Suez-Krise. Der Hintergrund war der, dass der amtierende ägyptische Präsident Nasser den Suez-Kanal verstaatlichte und ihn damit dem Einfluss von Briten und Franzosen entzog, die dort vorher das Sagen hatten. Da der Suez-Kanal wirtschaftlich wie strategisch von einer besonderen Bedeutung war für diese Länder, wollten Franzosen und Briten nicht einfach auf die Kontrolle darüber verzichten. Um die Dominanz Ägyptens über den Suezkanal wieder zu brechen, forcierten daraufhin Briten und Franzosen ein Bündnis mit Israel. Denn offenbar bestand hier die Option, dass Briten, Franzosen und Israelis alle drei aus einem Krieg gegen Ägypten profitabel hervorgehen könnten. Briten und Franzosen hätten den Suezkanal zurückgewinnen können und das Versprechen an Israel war letztlich, dass die Israelis die Kontrolle über die Sinai-Halbinsel gewinnen könnten, was im Grunde dem eigenen Schutzbedürfnis und Schutzgefühl entgegengekommen wäre. Am 30. Oktober 1956 begann daraufhin zunächst die israelische Invasion nach Ägypten mit dem Ziel Suezkanal. Und tatsächlich erreichten die israelischen Streitkräfte bereits nach wenigen Tagen den Suezkanal. Doch auf der Seite von Briten und Franzosen hatte es offenbar planungstechnische Hürden gegeben, weshalb die Invasion von Franzosen und Briten mit Fallschirmtruppen und so weiter nicht so umgesetzt werden konnte wie angedacht. Das führte dazu, dass hier plötzlich ein Vakuum entstand, in das die UN sich reinsetzte und zu Waffenstillstandsverhandlungen aufrief. In Folge kam es zu einem Waffenstillstand zwischen Israel und Ägypten, der wiederum vor allem für Franzosen und Briten letztlich ein öffentliches Desaster war und zu einem Gesichtsverlust beitrug. Das Ergebnis dieser Waffenstillstandsverhandlungen war, dass Israel sich von der Sinai-Halbinsel, die man nun besetzt hatte, zurückziehen musste und damit konnte man das eigene Sicherheitsbedürfnis, was man hier erweitern wollte, nicht weiter ausbauen. Für Franzosen und Briten hingegen war die Suez-Krise ein wahres Desaster gewesen, denn man hatte hier militärisch seine Ziele nicht erreichen können und zum anderen wurde man im Grunde nun von den USA und der Sowjetunion gemeinsam auf seinen Platz verwiesen. Denn hier kam es zu einem der wenigen Momente im Laufe des Kalten Krieges, wo USA und Sowjetunion sich offenbar einig waren und zusammenarbeiteten und die Franzosen und Briten dazu nötigten, ihr Militär aus der Region zurückzuziehen. Der Sieger bei der Suez-Krise war letztendlich Ägypten gewesen. Ägypten hatte nun eine engere Bindung an die Sowjetunion geknüpft, wurde durch die Sowjetunion militärisch aufgerüstet und entwickelte sich zur arabischen Vormacht letztendlich in der Region. Aus israelischer Sicht war natürlich genau dieser Aufrüstungsprozess Ägyptens ein riesiges Problem, denn in Ägypten sah man
eben die potenziell größte Gefahr und die Möglichkeit, auf Dauer in der Region erneut in einen Krieg zu geraten. Und tatsächlich trugen die Worte des ägyptischen Präsidenten Nasser nicht gerade zu einer Entspannung bei, denn bereits in den 1950er Jahren wurde von einer dritten Runde gegen Israel gesprochen, sodass offenbar auch auf ägyptischer Seite über einen Krieg gegen Israel zumindest nachgedacht wurde. Entsprechend war das Risiko eines weiteren Krieges nicht von der Hand zu weisen und trug natürlich auch auf israelischer Seite dazu bei, dass Militärpolitik eine immer größere Rolle spielte und letztendlich auch bis heute spielt. So viel erstmal bis hierhin in diesem kleinen Überblick über die Grenzkonflikte und die Suezkrise im Anschluss an den Palästinakrieg. Ich fasse zusammen. Nach 1949 hatte sich keine klare Zukunft für die Region ergeben. Viele arabische Palästinenser waren in den Kriegsjahren geflüchtet oder zur Flucht gedrängt worden. Hunderttausende Palästinenser waren auf der Flucht. Doch viele von ihnen waren nicht bereit, auf ihr angestammtes Land zu verzichten, denn man hatte das als eine direkte Kriegsfolge gesehen. Doch nach Kriegsende hoffte man natürlich darauf, in die angestammten Gebiete zurückzukehren. Doch aus israelischer Sicht war natürlich diese Rückkehr von arabischen Siedlern ein Sicherheitsrisiko und man verweigerte diesen Menschen die Rückkehr. Das trägt zu Konflikten bei, die bis heute andauern. Diese Grenzkonflikte wurden auf beiden Seiten mit harter Gewalt ausgetragen. Auf israelischer Seite bildeten sich unterschiedliche Militäreinheiten, die teilweise sehr brutal unter dem Deckmantel sogenannter Vergeltungsaktionen gegen arabische Siedler vorgingen, wobei es immer wieder eben zu zivilen Opfern kam. Auf arabischer Seite hingegen hatte man die Fedayin, also im Grunde Milizen, die wiederum jüdische Siedlungen angriffen. Es war also im Grunde ein beiderseitiges Sich-Bekriegen mit unterschiedlichen Mitteln. In den 1950er Jahren dann kam es zur sogenannten Suezkrise, in die auch Israel letztlich eingebunden war. Denn Israel kam zusammen mit Franzosen und Briten in einem militärischen Versuch, den Suezkanal unter Kontrolle zu bekommen. Doch dabei kam es auf Intervention der UNO, der USA wie der Sowjetunion zu völlig anderen Entwicklungen, an deren Ende Ägypten siegreich aus diesem Konflikt hervorgehen konnte, insofern als dass man die Kontrolle über den Suezkanal behielt. Doch die enge Bindung Ägyptens an die Sowjetunion in den Folgejahren sorgte natürlich für eine massive Aufrüstung Ägyptens in der Region und zu einem Heranwachsen Ägyptens zu einer wichtigen, vielleicht der wichtigsten arabischen Macht in der Region über Jahre. Und dadurch wurde Ägypten natürlich auch zum größten Widersacher und gleichzeitig auch zum größten möglichen Feind in einem Krieg mit Israel, sollte dieser kommen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!